Moin, da ist er wieder. Heute ist Donnerstag, 23.03. Man kann davon ausgehen, dass am 24.03. ein Teaser kommt. Da machen wir noch eine neue Folge dann morgen. Das nehme ich aber am Abend auf. Das heißt, es kommt. Also, das kommt irgendwie Moje und dann kommt dann nochmal am Samstag irgendwas. So, wo bin ich denn hier? Ja, wir müssen ja nicht immer ewig an dem AKW machen. An dem AKW zeige ich euch dann wieder in der Folge, wenn ich da die Brücke ein bisschen anders da umbaue und so weiter, wenn es da weitergeht. Aber kennt ihr diese Stelle hier noch? Uralt. Da hatten wir mal vor vielen Folgen mit einem Mod die Glasbodendinger, die hier hochkant hingestellt, ne, dass diese hochkant sind. Wie ihr seht, ist alles weg. Und hier auch ein Großteil abgerissen. Jetzt machen wir das ja auch mal weg. Und so weiter. Mal gucken, dass wieder Kisten entstehen. Warum ist das so? Gleich halten wir die Züge an. Ich wünsche mir übrigens einen Button, wo man einfach alle Züge anhalten kann. Oder wer Factorio kennt, man kann ja die Züge rechts oder halt im Bild einblenden lassen. Und dann kannst du sie steuern über so ein Bedientableau, wenn man so will, egal wo die sind. Ne? Das finde ich stark. Weil hier gibt es immer wieder das Problem, dass die Abstände hier, weil kein Platz, zu kurz sind. Ich mache mal hier eine Verfliegung. So, jetzt wird es wieder laut. Aber gleich nicht mehr, weil gleich werden Schienen abgerissen. Und wir haben hier ein paar Ölzüge, die dann... Ja, das war wieder mein Telefon gerade. Wieder vergessen. Warte mal, ich mache das mal gerade. Warte mal, da kann man ja einen Fingerabdruck Dingsbums und dann macht man es so und dann kann man es mit einer Hand da bedienen und schon... Jo, geht doch wieder. So, was soll ich sagen? Und dann ist der Zug zu lang und dann staut sie wieder und dann blockieren sie sich wieder. Vor allen Dingen, wenn einer dieser längeren Ölzüge hier steht, der Spielstand neu geladen wird, dann funktioniert das Signal nicht. Das hatte ich eben schon wieder zweimal und es nervt einfach. Jetzt ist hier nicht viel Platz. Hier. Ne? Wer darf jetzt noch durchfahren? Da bleibt halt irgendwas stehen. Du. Aber jetzt ist hier mal Feierabend. Aus. Die Maus. So. Bleibt der erstmal stehen, dann gehen wir mal schnell hier hin und hauen hier einen raus, fliegen gleich die Signale hier uns um die Ohren. So. Ja. Und schnell hier hin. Machen wir es da kaputt. Huch, wieso kann ich den jetzt nicht markieren hier? Jetzt kann ich markieren. So. Ja, jetzt mault ihr rum. Die finden nämlich jetzt die Strecken nicht. Und hier wollte ich auch, wollte ich erst was anderes machen, deswegen seht ihr hier weg kaputt. So, kann gut sein, dass die Züge dann nicht fahren, wenn wir die Schienen wieder verbinden, aber das ist erstmal egal. Wir machen jetzt hier eine Verplanung. Wir brauchen Platz. Ich will das hier anders machen, so dass die hier, da fährt noch einer, ah ja, der darf noch dahin. Dass die irgendwie gezwungen werden zu fahren, weil leider hat es ja Coffee Stain, vielleicht kommt es ja mal ein Update 8, Quality of Life, ne, sag ich da nur mal, nicht geschafft, sogenannte Wegsignale oder Wegpunktsignale, wie es zum Beispiel bei, wie heißt der Kram, Transportfieber gibt, ne, wo man Signal, das aber, der aber setzt, was aber dann Wegpunkt ist und dann einfach dem, oh, ist voll oder was? Schmeißt man nämlich gerade irgendwas raus. Komm hier, du kannst da weg. Und der gilt dann als Punkt, wo der Zug dann langfahren muss. Man kann das hier natürlich machen, indem man einen Bahnhof nimmt, ohne Belade- und Entladestation. Den Zug dem Bahnhof in seinen Fahrplan gibt und dann zwingt man den ja auch über eine Stelle. Das ist aber trotzdem ein bisschen nervend, weil der Zug nimmt immer die kürzeste Strecke. Hierhin, haben wir ja mal gesagt, Satisfactory. So, jetzt müssen wir natürlich auch mal hier gucken. Da ist eine Pipe. Da unten ist eigentlich auch eine Pipe. Jetzt will ich mal gucken, wie viel Platz haben wir denn hier. Oh Mann, ey. Ab und zu lade ich ja mal in diesem Mod-Manager, nee, Map, ach, wie auch immer, den Spielstand rein. Und da kann man mit einem Befehl die ganzen Kisten entfernen lassen. Nur sind sie raus. So, komm, du kommst jetzt eigentlich auch mal weg. Da entstehen wieder Kisten. Egal. Ich will jetzt mal hier gerade was gucken. Wir tun hier mal Blaupausen, tun wir jetzt hier machen. Wir brauchen keinen Tunnel. Wir brauchen... Was denn das? Das brauchen wir nicht. Ah Gott, wieso gehst du da nicht zurück? Eigentlich, das ist das 90-Grad-Ding. Ich hab mir da eigentlich noch mehrere hier fabriziert. Warte mal. Drehen Bridge, Rail Crossing, Four-Way. Ist es das? Das eigentlich? Aber eigentlich will ich das ja nicht.
ich will ja hier, die sollen ja einen bestimmten Weg fahren. Die drehen ja da hinten einmal um. Hier haben wir das Problem, der darf hier nicht sein. Erstmal, der darf hier nicht sein. Die müssen von da kommen. Und der darf hier eigentlich auch nicht sein. Ist das eigentlich noch ein Dings davor? Ja. So. Die müssen alle von hier kommen. Okay, dann machen wir den auch mal da raus. Wahrscheinlich geht das hier auch nicht so, so zack. Mach das mal weg. So. Naja, Kisten mir ist egal. So. Warte mal, ich schmeiß jetzt einfach mal hier nochmal was weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Machen wir nochmal was anderes weg. Die brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. So. Und dann gucken wir mal, was hier passiert. Wir machen den nochmal weg. Und wir machen den hier weg. Die Kisten mache ich dann in einem Spielstand irgendwie weg. Wie sind wir hier eigentlich verfahren? Weil das Ding muss ja dann da irgendwie... Ach so, da drüben. Ich lasse den mal hier. Da drüben. Der geht hier an unser Dubai Waterfront Ding. So. Wir wollen ja hier... Die kommen da an. Lass die mal hier weg. So. Weil wir machen, wenn man so will, Frühjahrsputz. Ne? Frühjahrsputz, alle Sachen haben halt irgendwann mal ausgedient und da müssen die weg. So, du hängst mir jetzt hier im Gesicht rum. Das, so, dann machen wir hier ihn hier und ihn und ihn. Dann machen wir den hier noch da hoch. Nein. So. Ja, den mach mal weg. Das hatte ich jetzt wegen, weil die Kurve ist auch ein bisschen blöd. So. Ach komm, was soll der Geiz? Kommst du auch weg. Die Signale müssen irgendwie so auch weg. So. Wir müssen das jetzt so machen, dass die bestimmten Weg gezwungen werden, wo die längeren Züge langfahren. Ne? Da unten ist unheimlich viel Platz. Da unten. Zum Umdrehen. Bauen das jetzt eins nach dem anderen. Du kommst auch mal weg. So. Huch. So. Die Ölzüge waren mal so gemacht, dass die von da gekommen sind, weil das nicht angeschlossen war. Richtig? Jetzt weiß ich aber nicht, wie wir das, also hier der rausgehende, der, weil die sind da lang gefahren. Jetzt weiß ich aber nicht, ob diese Zuglinie da hinten angeschlossen ist. Kann sein, dass man das aufweg machen, um den Zug da lang zu zwingen. Der fährt zu diesem Ölding. Das heißt, nach Adam Riese lassen wir, der muss jetzt hier allen dreien dahin. Und zwar, wenn wir ja mal irgendwann wieder die, hier für unseren Lift, da muss der angeschlossen werden und da muss der angeschlossen werden. Dann kommst du weg und du kommst weg. Und dich müssen wir hier auch nochmal einsammeln. So. Wo hängt denn der? Der hängt am Anfang. Okay, der hängt am Anfang. Alles klar. Na komm. Hallo. So. Oh, der will nicht. Wieso kann ich den jetzt hier nicht markieren? Interessant. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Warte mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da müsste das nämlich so sein. So. Zack. Der ist genauso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da müsste das nämlich hier sein. Zack. Und. Na, da haben wir das Problem wieder. Der muss hier. Der muss da, glaube ich, angeschlossen sein, sonst geht das nämlich nicht. Machen wir die auch mal weg. So. Wir machen den da mal hin. So, jetzt kann ich. Pass mal auf. So. So. Mal hier ran und kommen wir da ran. So. Du musst weg. So, damit haben wir den Bogen
Also hier geht's ja nur von da. Die können ja nur da lang kommen. So. Jetzt brauchen wir den aber hier weiter drüben. Was dann heißt, hier wird es ein bisschen eng, aber wir kommen ja da weiter rüber. Das heißt, nach Adam Riesach, da ist ja noch so eine Pipe. Verdammt. Mach die mal weg. Mach den mal dahin. Mach den erstmal dahin. Die Pipe machen wir dann mal irgendwann. So. Das heißt, ich will ja hier mehr Platz haben. Wir machen den so. Warte mal. Der muss eigentlich so und so. Da wird es halt eng. Wegen diesen zwei Zügen. Dann gib mir mal den. Mach den mal hier hin. Und mach den mal so. Nein. Immer zwei ist eigentlich ein gutes Ding. So. 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 Die müssten eigentlich da dran vorbeigehen. Rein theoretisch. Wenn nicht, knallt's halt. So. Dann gehen wir mit dem. Erstmal machen wir hier einfach nur mal eine Plattform, damit wir hier ein bisschen besser was fabrizieren können. Dann gehen wir mit dem noch dahin. Ach, warte mal. So. So. Jetzt muss man hier mal gucken. Das ist natürlich ein Akt, die da dran zu kriegen. Wenn die hier rauskommen und wollen dahin, dann müssen die da umdrehen. Machen wir das erstmal so. Gehen wir mal hier. Haben wir denn das hier groß? Wie groß ist denn eigentlich dieses Ding, diese Blaupause? Vorbei. Mhm. Jetzt habe ich am Platz dran. Okay, das passt eigentlich. Geht schon, kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. So. Der muss hier nochmal weg. So. Dieser Zug, was passiert denn, wenn man den damit anschließt? Komm mal her. Und gehst du mal dahin. Und gehst mal dahin. So. Der kommt hier an. Der kommt hier an. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Schließ den mal da an. Und dann habe ich gesagt 1, 2, 3. Dann müsste das hier sein. So. Und geh mal da. Nein. Ich will nicht, dass irgendein Zug fährt. So. Machen wir den nochmal da hinten weg. Kisten, Kisten, Kisten. Wieso habe ich eigentlich so. Wieso ist da eigentlich eine Kiste schon, wenn da was frei ist? Was ist denn das jetzt gewesen? Wo ist eigentlich die Kiste, die ich eben hier will? Da ist er. So. So. Der kommt da. Da muss der eigentlich, wenn man den so will, dahin. Da brauchen wir aber hier. Da muss der eigentlich höher. Da müssen wir mal gucken. Der muss eigentlich auch da dran. Das ist hier. Dann ist das hier. Und dann muss das so. Der muss auf jeden Fall da hoch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, dahin. Weg. Machen wir den dahin. Was hat er gesagt? 1, 2, 3. So. 2 lang. So. Und dann 1, 2, 3. Und so. Huch. Ja, so nicht, ne? So macht man den nicht. So. Dann macht man den hier nämlich so dran. Und so dran. Und so dran. Ja, jetzt muss der da weg. Und so. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann muss der nämlich so und dann geht das. Dann kriegst du den, habe ich den einen jetzt verpasst? Nee, müsste eigentlich, klappt der? Geh mal nach da oben.
Oh. Zack. Die kommen jetzt von da. Kommen da nicht rein. Müssen aber dahin. Ja, müssen wir den mal kurz ein Stück weitermachen. Den machen wir zwei weiter. Und dann muss der dahin. So. Ich will halt mehr Platz haben von den Dingern. Irgendwie ist diese Kurve eigentlich hier immer viel zu klein. So. Der dreht da hinten um. Der. Wo lassen wir den denn hinfahren, wenn der da zurückkommt? Das ist eigentlich ein bisschen blöd. Das wäre hier. Dann geht das nämlich so nicht. Da muss der nämlich da hinten hin. Warte mal. Machen wir den mal so. Das wäre hier. Das wäre hier. Eins, zwei, drei. Der wäre hier. Macht den mal da hin. So. Und dann wäre der nämlich da. Was so nicht geht. Wie frieren wir denn das? Ja, natürlich könntest du jetzt. Ich finde das ein bisschen blöd. Warte mal, wenn wir den nochmal hier machen, machen wir mal Blaupause, machen wir nochmal das. Soll das eigentlich nicht sein? Wenn wir den jetzt hier nochmal wegmachen. Komisch, warum das Ding so lange braucht, ne? Mit dem Aufbau. Da unten sind übrigens jetzt jede Menge Kisten drin, die muss ich dann irgendwann wegmachen. Wenn man das jetzt hier so macht. So, wir gehen jetzt mal mit dem Ding da hoch. Und gehen mal hier zur. Nee, nein, doch, wir gehen hier zur Hälfte. Mach den da nochmal weg. So. Und friemeln das Ding jetzt da dran. So, wir müssen ja auch mit den Signalen aufpassen. Hier ist natürlich richtig kacke. Ist ein bisschen eng. Wir könnten das ganze Ding natürlich jetzt auch. Du kommst mal weg hier. Weiter nach da setzen. Ne? Ist ja nicht so, dass man das da unbedingt sein muss. Du kannst ja hier, wir sind ja hier in einer Linie. Hier. Ne? Dass man mit denen. Warte mal, wie weit müsste man denn mit dem jetzt hier da runter, damit man ungefähr 1, 2, 3. Das wäre der linke von den beiden. Mach mal. Wir müssten. Wie habe ich jetzt hier von? Fünfmal. Eigentlich 5 nach links. Das wäre dann, wenn man 5 nach links geht. 1. Und dann noch 4 dazu. Sieht man da in der Mitte die Zahl? Wir machen jetzt einfach mal dahin. So, wo hängen wir denn da eigentlich mit dem Ding dann? Wenn dann hier 1, 2, 3, 4, immer im Gebäude. Das wollen wir so nicht. Wir wollen aber erstmal sowieso noch was ganz anderes machen, nämlich das hier. Damit man hier mal was sieht, ne? So, weg mit dem Ding. Und H drücken, das ist das Ding auch weg. Jetzt muss man natürlich mal gucken. Ich will erst mal gucken, was da überhaupt für Kurven entstehen hier. Passt natürlich nicht. Das war klar. Muss man nach da hinten. Kriegt man aber hin. Das ist nicht das Problem. Macht die zwei mal weg. So. Die werden gezwungen. Der wird hier gezwungen. Da müssten aber jetzt wirklich die beiden Schienen. Der braucht hier die Hälfte. Dann hier. Dann die Hälfte und dann da dran. So. Auf jeden Fall geht das so, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich dann hier noch Material für die zwei? Ja, guck. Passt. So. Wird halt irgendwann schön gemacht. Dann haben wir das. Wir können mal den hier rüberholen und da anschließen. Und gehen mit dem auch hier hin, damit er ein bisschen gleich bleibt. Dahin. So. Man muss jetzt überlegen. Ich bin der Meinung, dass wir das Ding da hinten nicht angeschlossen hatten.
damit die nur da runterfahren, aber nicht hier drankommen. Der war zwar hier auch nicht angeschlossen, weil hier diese komische Bahn war. Oder was man ruft, was ich jetzt hier auch überlege, ist, warten, wenn man hier einen Kreisel hinmacht. Der muss aber so sein, nee, der muss dann wieder zu groß sein, weil wegen diesem langen Ölzug. Machen wir den jetzt einfach mal hier hin, einmal, damit das mal gleich wird. So, und da dran. So. Das ist ein schönes Licht. Hier, guck mal, passt doch alles. So, was wollte ich sagen? Nur durch der, warte mal, die müssen halt ziemlich lang sein. Das einzige Problem, was wir haben, ist, wenn du da ein Blocksignal machst, weil du hier ein Fahrtsignal hinmachst, ja, das wissen wir ja, rein Fahrt, raus Block, dass die zu weit weg sind. Die sind nämlich da hinten, da. Die waren zwar hier auch, aber dann hast du nämlich hier wieder den Ölzug, der die Kreuzung blockiert. Also muss da eigentlich das Ding wegmachen. Die Blockdinger. Das müsste den Pfad lassen wir da auch mal weg. So. Das müsste ein Block sein. Der fährt dann hier hin. Der kann ja hier anhalten. Das Problem ist nämlich, dass das Blocksignal, was da hinten steht, ist zu weit weg von dem Fahrtsignal hier. Dann erkennt er das nicht. Der Schnösel. Wir machen hier. Ich lasse das alles erst nochmal offen, weil ich will die Kisten wegmachen. Der braucht aber hier ein Fahrtsignal als Beispiel. Eine Stromleitung braucht er nicht. Der braucht kein Dings. Der braucht hier ein Fahrtsignal. Der kann. Den lassen wir hier stehen. Warte mal. Nee, den lassen wir schon da stehen. Der braucht da ein Fahrtsignal. So. Baut er jetzt erstmal rum, ist ja jetzt erstmal wurscht. Und machen den hier hinten ziemlich weit weg, damit hier Platz ist. Achso, da ist, okay, warte mal. Da machen wir den da hin. Und hier hin. So. Wenn wir hier ein Fahrtsignal hinmachen, der Zug, der da hin will, der hält hier an. Wenn wir jetzt aber auch einen haben, der geradeaus will, das müsste aber klappen. Wir machen jetzt hier nochmal ein Fahrtsignal hin und friemeln den da dran. Das wird irgendwann auch schön gemacht, keine Ahnung. Keine Ahnung, sag ich schon, keine Panik. Weil das muss irgendwie da dran. Das kriege ich schon noch hin. Und das da unten muss weg. Das müsste aber eigentlich so von der Theorie, lass den mal hier, funktionieren. Zeig mal, ja. Wobei das nicht, nee, kann nicht funktionieren, weil ich glaube, wir gehen mal gerade hier hin. Ach, ist schon wieder, weil hier, guck mal, das da ist ein Fahrtsignal. Und das ist ein Blocksignal. Den hat der, weil wir ja das Entladen von diesem Dings da hatten. Warum eigentlich? Warum braucht der hier zweimal Fahrt, wenn das da vorne im Block ist? Nee. Geh mal her. Du machst das jetzt so? Na? Der halt mir schon hier an. Ach Gott, warte mal, ich mach mal den da dran. So. Machen wir den mal hier hin. Mal gucken. Du machst den mal weg. Und den anderen machst du auch weg. So. Jetzt brauchen wir den. Das ist natürlich blöd. Müssen wir aber hier dran kriegen, ne? Da snappt er dran, hier nicht. Warte mal, da müssen wir nämlich, glaube ich, hier das Signal, den Fußboden wegmachen. Und dann geht er nämlich da dran. Block. So. Das ist ein Block, das ist ein Block. Ich will halt, dass das Ding. Hier wurde schon ein Signal gebracht. Wird? Wird? Das Sache. Bist du? Du bist ein Blocksignal. Lass den auch mal da stehen. So.
Aber ich glaube halt, wenn man uns jetzt mal so ein Signal, so eine Farb anguckt, guck mal, das ist pink. Jetzt kann ja sein, nee, das ist ja auch blöd, ne? Du brauchst hier einen Block und brauchst eigentlich hier wieder ein Fahrtsignal, weil es kann ja sein, dass der eine später mal mit Update 8, 9, was auch immer kommt, dahin will, das Ding zu ist und der andere aber hier und könnte weiterfahren, steht dort aber. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Und wenn man jetzt mal guckt, wie weit das Ding ist. So, warte mal. Wir machen hier ein Fahrtsignal hin. Zack. Und da muss natürlich hier auch eins hin. Rein von der Theorie her muss da eins hin, was natürlich jetzt wieder nicht geht. Mann. So, das müsste so klappen, das müsste so. So. Und dann müssen wir mal gucken, wie die Dinge fahren. Aber eigentlich noch, ist keine Warnung an, ne? Das ist natürlich jetzt hier ein Block. Guck. Der fährt da rein. Der hat hier ein. Der fährt hier rein. Es geht um die Länge des Ölzuges. Der müsste hier reinpassen, sodass das da hinten grün wird. Ja, das sollte eigentlich gehen. Jetzt ist aber so, jetzt ist ja der Punkt, pass auf. Nachdem wir das jetzt so angeschlossen haben, ist jetzt diese Strecke kürzer, wahrscheinlich. Oder? Naja, der macht hier einen Bogen, dass wir vielleicht die lang, da lang fahren. Müssen wir gucken. Ist natürlich jetzt blöd, dass da. Warte mal, kriegen wir das hier irgendwie dran gefriemelt? Einfach, was bist denn du eigentlich für ein Signal? Geh mal weg. So. Gehen wir mal einfach so ein Ding. Komm mal her. Warte mal. Mach das mal da dran. Ich will jetzt nur quick and dirty. Machen wir das jetzt mal da dran. Dann geht das nämlich schon. Rein von der Theorie. Guck. So. Dann haben wir jetzt mal quick and dirty da angeschlossen. So. Damit der hier ein Blocksignal kriegt. Und zwar braucht der hier einen Block beim Raus. Und braucht einen Pfad. Beim Rein. So. Und du hast nämlich hier eigentlich das Problem. Der hat da hinten noch kein Dings. Okay. Den schließen wir da jetzt mal an und gucken mal, ob die Entfernung passt. So. Wahrscheinlich nehme ich nicht. Brauchst nämlich hier. Das ist nämlich viel zu viel. Machen wir den mal hier hin. Warte mal. Wir friemeln das Blocksignal da mal hin. So. Das ist schon ein Zug. Und dann braucht der hat nämlich hier auch keinen. Dann schließen wir den jetzt mal da an. So. So. Und so. Wo will er denn hin? Puff, knallt da dran. Wir müssen hier mal, wir machen das jetzt mal hier hinkommen. Hoffentlich klappt's. Die sind zu weit weg. Die funktionieren nicht. Guck, pass auf. Wenn du jetzt hier einen hinfriemelst, hört's auf zu blinken. Guck, dann geht das. Und das ist eigentlich schlecht. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil. Na gut, der müsste da hinten. Müssen wir mal gucken. Was bist denn du eigentlich für einer? Lass die erstmal fahren. Lass die erstmal fahren. Das Ding ist hier hinten, glaube ich, noch gar nicht angeschlossen. Ja, genau. Der fährt nämlich jetzt da außen rum. Und ich glaube nämlich, ich friemel den jetzt einfach mal da dran. Das wird ja noch schön gemacht. Warte. So. Auf was warst du eigentlich hier? Auf schöner Wetter? Ja, der hat halt jetzt das Ding nicht auf grün geschaltet. Und was machst du da hinten? Wieso hat der so lange rot gehabt? Na ja, egal.
Da muss man jetzt wirklich gucken, zack, der wartet das drauf, dass das grün wird. Da muss der aus dem ganzen Block raus von da hinten angekommen sein. Ja, so sieht das nämlich aus. Da oben kommt auch noch einer, der kommt jetzt mit 200 km/h an. Der hat grün. Der haut voll in die Klötze, pass auf. Zack. Jetzt blockiert der das, weil da nämlich die ganze Strecke ein Signal ist. Aber egal. Ja, habe ich eigentlich noch Licht an? Ja, Licht an, guck, hab Licht an gehabt. So, jetzt muss ich das irgendwie schön machen im Off. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.